Ich muss vielleicht an diesen fucking Graben vorbei. Ich probiere es jetzt einmal nochmal. Und ich schaue, dass ich... dass ich irgendwie in den Raben vorbeikomme. Schauen wir mal. Aber der sitzt halt gleich hier auf der Mauer. Auf der Lauer. Es wird schwierig. Aber ich versuch's einfach mal. Aber da steht ja sowieso die Polizei. Also ich habe keine Ahnung, wo ich, wie ich dann dort vorbeikommen soll. Aber schauen wir mal. Oder ich muss mich noch irgendwie vorher entspannen. Das wird, glaube ich, aber auch nicht so einfach werden. So, den Raben lassen wir jetzt einfach mal so rechts liegen. Oh, das funktioniert sogar. Die Polizei, die muss sich irgendwie umgehen. Okay, die schauen zu mir. Vielleicht werden die... jetzt, oder? Ah, sehr schön. Okay, ich habe endlich mal was kapiert. Okay, da wenn ich halt runterfall, dann werden die auf jeden Fall alarmiert. Alter, wie hoch muss denn der darauf? Immer Schritt für Schritt. Natürlich in den ersten Stock muss er, denke ich mal. Okay. Alter Lukas, ey. Okay, Bewegung. Jetzt müssen wir Gas geben. Ansonsten verlieren wir das Bewusstsein oder keine Ahnung, was dann passiert. Ja, da müssen wir jetzt einmal rüber. Auf die Plätze? Ach, der hat natürlich Höhenangst, gell? Eieiei, okay, weiter geht's. Alter, fucking am Sims müssen wir herumwandern. Auf die Plätze. Okay. Aber wir kommen gut voran. Also keine Ahnung, wie weit wir da jetzt noch entlang müssen, wann da mal ein Fenster oder so kommt oder eine Feuerleiter oder so. Keine Ahnung. Aber ich denke, zeitlich müssen wir das schon hinbekommen. Wow. Das war jetzt knapp. Eieiei, okay. Okay. Da wäre ein schönes Wasserrohr. Und runter. So, immer schön rechts, links. Oh Gott, ey. Lukas, was machst denn du? Ich stütze jetzt ja nicht ab. Alter. Was ist denn das? Okay, das ist aber auch sehr dumm von den Polizisten, oder? So, kann ich mich... ah, okay, da ist einfach ein hoher Zaun. Das heißt, kann ich mich hier noch ein bisschen umgucken? Nee, okay, nee. Hier ist einfach nichts. Aber da sieht mich doch die Polizei, oder? Oder die ratschen halt wirklich noch. So. Okay. Okay, und hier wäre ein Fenster. Können wir aber leider noch nicht öffnen. Ah, Ziegelstein und Fenster. Jetzt verstehe ich. Will jetzt hier wirklich einbrechen? Dieses Fenster gehört zu Tiffanys Wohnung. Wenn ich das nur öffnen könnte. Ja, das können wir schon machen. Ist die Frage, welches Fenster ich mache. Rechts oder links? Ja, ich mache das rechte hier, oder?
komm. Ja, oh, sehr gut. Sehr vorsichtig, sehr gut. Kann ich den Ziegelstein wieder wegpocken? Nee, oder? Oh, geschnitten. Ah, okay. Geschnitten. Arm ist ab. Ich überlege gerade bloß die ganze Zeit, wer Tiffany ist. Ich war nicht gerade stolz darüber, wie ein Dieb in Tiffanys Wohnung eingebrochen zu sein. Aber ich hatte keine Wahl. Ich hatte den ganzen Tag fast nichts gegessen. Ich war geschwächt und müde. Ist Tiffany vielleicht die Freundin? Oh Gott. Super. Oh oh. War das jetzt gerade der Polizist? Lukas, was machst du da? Kann ich mich irgendwo verstecken? Hören? Anrufbeantworter. Sie haben eine neue Nachricht. Heute um 10.41 Uhr. Hallo, Frau Harper. Ich bin Inspektor Carla Valenti von der New Yorker Polizei. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Ich versuche es am besten... Ich darf mit nichts mehr interagieren. Moment, letzter Speicherstand. Ich darf mit keinem Gegenstand interagieren, weil ich sonst einfach komplett psychisch fertig bin. Aber ich hatte keine Wahl. Ich hatte den ganzen Tag fast nichts gegessen. Ich war geschwächt und müde. Ach so. Also unterm Bett verstecken? Ah, ich könnte pennen. Das wäre natürlich cool. Da würde ich vielleicht ein bisschen... Ja, ich bekomme wieder... Bisschen Verstand wieder eingeblößt. Oh Gott. So, er guckt natürlich, der Polizist guckt unterm Bett. Unterm Bett dürfen wir also uns nicht verstecken. Wenn jetzt irgendwie der Polizist vor der Tür stehen würde. Aber im Moment sieht es eigentlich noch ganz gut aus. Das ist halt die Frage, ich kann mich halt nirgends anders verstecken, oder? Also hier wäre der Fernseher. Was hat denn... Ey, was hat die für Pflanzen hier? What the heck? Der hat den kompletten Boden aufgerissen und hat da... Pflanzen hingetan? Die extrem niedrigen Temperaturen mit einem Rekordtiefstand von minus 15 Grad Fahrenheit haben auch heute erneut diverse Störungen verursacht und dazu geführt, dass die Brooklyn Bridge aufgrund heftiger Schneefälle vorübergehend geschlossen werden musste. In Harlem und in der Bronx fielen mehrere Obdachlose der Kälte zum Opfer. Auch Europa wurde von der Kältewelle nicht verschont und hat in mehreren Ländern noch nie dagewesene Minustemperaturen zu verzeichnen. Restaurantmörder wurde identifiziert. Der Mann heißt Lucas Kane und war der Polizei bisher noch nicht bekannt. Als Beamte ihn in seiner Wohnung festnehmen wollten, gelang es ihm noch in letzter Sekunde zu entkommen. Seit dem Mord im Restaurant soll er noch eine ältere Frau wie auch zwei Kunden eines Waschsalons getötet haben. Sein Tatmotiv ist ungeklärt, aber Experten zufolge dürfte er geistig gestört sein. Experten. Die Polizei hat ein Fahndungsfoto veröffentlicht und geht davon aus... Und um die Meinung eines Fachmanns zu hören, darf ich nun einen der angesehensten Spezialisten für Maya-Zivilisationen begrüßen, Professor Dimitri Kuriakin von der Mesoamerikanischen Universität hier in New York. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind, Professor. Sie haben ein faszinierendes Buch über Maya-Rituale geschrieben und ich würde Sie nun gerne bitten, uns... Okay. Ein Spezialist für Maya-Zivilisationen. Der muss wissen, was Quetzaltlan bedeutet. Ich muss diesen Professor Kuriakin aufsuchen. Okay. Gerade die Fahrzeugpreise angepasst. Okay. dann gucken wir uns... Hier erst einmal ein bisschen um. Nichts zu essen da. Da wären vielleicht Cornflakes oder so? Nichts zu essen da. Aber eine Bonuskarte. Ich hab zwar keine Ahnung, für was die gut ist. Aber. Ich
Ich glaube, der will unbedingt was zum Essen. Ich brauche unbedingt Food. Nutella. Er nimmt doch wirklich das Nutella-Glas. Ach, wunderbar. Jetzt sind wir bloß noch depressiv. Also, wer Nutella isst. Ja, komm nochmal. Bis es leer ist. Gib ihn. Bei Nutella muss man einfach glücklich werden. Aber es bringt nichts, okay. Es bringt einfach nichts mehr. Ja, alright. Wenn, bevor ich jetzt hier den Anruf nochmal anhöre, schaue ich hier mal rein. Oh, was war jetzt das alles? Zeitung? Mein Bild ist in allen Zeitungen. Auf der Straße könnte mich jeder erkennen. Ich muss jetzt also sehr vorsichtig sein. Eieiei. Restaurant-Mörder. Alles klar. Kannst du die vielleicht wieder normal hinlegen? Vor der Tür könnte ein Polizist stehen. Juckt den einfach nicht, oder? Also Lukas, ich weiß auch nicht mehr weiter. Oh, Spiegel, Leute. Spiegel. Ich habe ein Leben dazu bekommen. Ah, alles klar. Ja. Aber sonst gibt es leider nichts in dieser Wohnung. Das heißt, ich muss... Oh, kann ich mich hinsetzen? Okay. Wieder aufstehen. Oh! Black Screen? Ja, das ist die Freundin. Oh mein Gott. Wie creepy ist denn das, was bitte? Was machst du hier? Du hast mich vielleicht erschreckt. Die Polizei sucht mich. Ich muss mich irgendwo ein paar Stunden ausruhen. Lukas, was ist denn los? Es heißt, du hättest mehrere Leute getötet. Ist das wahr? Die ganze Sache ist sehr kompliziert. Aber du musst mir glauben, ich bin kein Mörder. Ich weiß, dass du so etwas nie tun würdest, Lukas. Du musst das erklären, ihnen sagen, dass du unschuldig bist. Ich muss erst rausfinden, was mir genau passiert ist, Tiffany. Nur dann kann ich meine Unschuld beweisen. Ist natürlich die Polizei. Lukas, die Polizei. Es ist alles aus. Nein, die werden dir sicher nur ein paar Fragen stellen wollen. Versuch ruhig zu bleiben, Tiffany. Und beantworte ihre Fragen. Ich verstecke mich hier. Die sind gleich wieder weg, glaub mir. Also, unterm Bett können wir sich... Frau Harper, sind Sie da? ...nicht verstecken. Ja, eine Sekunde. Ich komme. Aber hier gibt's doch einen Wandschrank. Wandschrank. Auf jeden Fall Wandschrank. Und da bleiben wir jetzt halt mal. Lukas, ich kann sie nicht länger warten lassen. Ich muss jetzt aufmachen. Er hat unter das Bett geguckt. Also da sind wir, glaube ich, im Wandschrank safe. Ich hoffe doch einfach mal. Frau Harper? Ja? Inspektor Tyler Miles, New Yorker Polizei. Ich untersuche den Fall Lukas Kane. Wenn ich recht informiert bin, sind Sie seine Freundin, oder nicht? Seine Ex-Freundin. Wir sind getrennt. Seit ungefähr einem Monat. Haben Sie in letzter Zeit etwas von ihm gehört? Versuchte er, Sie zu kontaktieren? Ich war bei ihm, und zwar vorgestern, um ein paar Sachen zu holen. Ich blieb nicht lang. Seitdem habe ich nichts von ihm gehört. Dürfte ich mich hier mal kurz umsehen? Tja, aber es ist... Dauert nicht lang. Okay. Das Krasse wäre jetzt, wenn wir einen Tyler spielen würden. Das wäre richtig krass. Aber schaut, sieht anscheinend nicht so danach aus. Das heißt jetzt, wir müssen einfach bloß die Ruhe bewahren, so ungefähr.
Sie renovieren wohl, hä? Ja, die Wohnung sah ziemlich schäbig aus. Deswegen streiche ich sie neu. Natürlich das wird aber noch pink. Dauern, denn mein Job lässt mir nicht viel Zeit um. Und was ist Ihr Beruf? Krankenschwester. Im St. Jones Krankenhaus. Okay. Ihr geht natürlich zum Schrank, oder? Hey! Gescheitert stand da jetzt. Super. Wieso ist Ihr Fenster kaputt? Ach, das? Da bin ich gestern dran gestoßen, als ich die Möbel verrückte. Der Glaser wollte es zwar heute reparieren kommen, aber er hat mich wohl vergessen. Digga, gib dir mir den Herzschlag, ey. Alter! Gib dir mal den Herzschlag noch am Schluss. Nicht gescheitert, oder? Vielen Dank für Ihre Hilfe. Falls Kane sich bei Ihnen meldet, rufen Sie mich bitte sofort an. Hier ist meine Karte. Passen Sie auf sich auf. Kane ist extrem gefährlich. Ach, das ist ja Quatsch.